Jo, meine lieben Freunde, lasst es geschehen. YouTube, herzlich willkommen heute mal wieder zu einer Runde Hand Showdown. Ich werde diese Hand Showdown-Runde mal nicht cutten und auch nichts weglassen. Das ist 20 Minuten ungefähr Gameplay, in der wir, also wir vermuten, dass es ein Warhacker ist und wir geben das auch ganz klar zu verstehen im Spiel und auch im Video. Das bedeutet, wenn Leute ein bisschen allergisch darauf reagieren, dass wir dann direkt losflamen, Warhacker, Warhacker. Die Leute kann ich beruhigen. Wir haben auf das Profil von demjenigen geguckt, der hatte schon einen Wegbann. Das war ein Russe. Der Wegbann ist vor kurzem erst gewesen und der Russe oder der Spieler, der uns durch diese Wand immer wieder wallbangen wollte, war einer mit einer 0,6er KD war das ungefähr und wusste aber immer straight up, wo wir gerade stehen. Auch wenn jetzt jemand sagt, ja, das sind bestimmt erfahrene Spieler, der Spieler hatte, ich glaube, 200 Stunden auf dem Buckel, gerade mal. Also keine Ahnung, ob man mit dem Knowledge schon, also mit 200 Stunden Knowledge schon weiß, wo Leute direkt stehen und wo man auf den Headshot schießt. Auch komisch im Video zu sehen, ich positioniere mich an der Ecke hinter einer Tür, geduckt und krieg ab straight up in die Fresse geschossen, als ich da hinter der Wand stehe und ein Kollege von mir weiter unten stand. Ihr könnt euch davon selber ein Bild machen, wie das Match auch am Ende ausgeht, könnt ihr dann auch selber sehen. Und wie gesagt, tut uns leid, wenn wir da so ein bisschen geflamed haben. Also nicht jeder bei uns ist gleich ein Hacker. Es gibt auch natürlich Leute, wo wir wissen, okay, das ist reine Erfahrung. Und da weiß man das. Aber bei jemandem, der dann ja bei 200 Stunden Spielzeit ist und eine 0,6er KD hat, irgendwie 200 Leute gekillt und ist 400 Mal gestorben. So roundabout, das ist halt, ja, also für uns ein bisschen unverständlich. Deswegen sind wir da so ein bisschen drauf abgegangen. Wir wurden auch sehr oft von nur dem einen Typen, gerade der auch mit der schlechten KD und der schlechte Spieler, durchgehend durch die Wand getappt worden. Und er wusste on point immer, wo man steht. Und das ist halt für uns dann mit einer Winfield, by the way, ist dann ein bisschen komisch gewesen. Da sind wir dann auch ein bisschen ausgeartet. Hoffe trotzdem, das Video gefällt euch. Könnt ihr mal reingucken, was da so passiert ist. Es war auf jeden Fall ein ganz spannendes Spiel. Ich sag danke und viel Spaß beim Video. Komm, und dann kannst du sie direkt wegmachen. Ja, ja. Und wenn sie von andersrum kommen und man die Tür aufmachen, dann geht die so auf, dann sieht man dich nicht mehr. Ja, genau, so sieht's aus. Hat halt zwei Pluspunkte, Vorteile. Da kannst du mal was lernen, du Loser. Meinst du, ich kenne die Ecke nicht? Nee, deswegen erzähl ich's dir. Hör auf, nicht schießen. Dann ist, glaube ich, ein ganzer Knutzen weg, oder? Verliere ich dann 25 HP? Mehr. Ja, oha. Die Digga, die haben auch direkt am Ausgang. Ja, Digga, nehmen und raus, wenn frei ist. Fertig. Top die fette Grill. Entweder kommen sie zu uns oder zu denen. Nee, das schaffen sie jetzt nicht mehr. Wir sind fast durch. Das schaffen die nicht mehr, hierher zu kommen pünktlich. Ja, aber die anderen. Ja. Die sollen sich verpissen. Die kleinen Drecksnutten. Aber wenn sie mich schießen hören, kommen sie auf jeden Fall. Wegen der Arschtour. Ne? Ja, das verstehe ich auch immer. Ich weiß ja so, wenn du mit Leuten spielst und die eine Afto haben, oh ne, ich gehe zur Afto. Die Afto ist meine, wo ich so denke, ja. Ja, denke ich mir auch immer so, ihr seid so eine Opfer. Wen interessiert denn diese Waffe, Alter? Aber weißt die Afto. Ja, und dann haben sie die Afto und was machen sie mit der Afto? Ja, gar nichts. Arsch, ja, geben sie einfach weiter. Geben sie weiter. Oh ne, die lege ich mir beiseite. Ja, geil. Cooler Typ. Ja, ich habe meine gleich mitgenommen hier und meine hat sich in der letzten Runde schon rentiert. Hier draußen Steps, ist was? Norden, Norden, ja. Norden. Ja, habe ich schon gehört. Ja, die wollen uns den Ausgang jetzt dicht machen. Können sie ja fotzen. Nimmt mal beide. Ja, außen ja, sind hier, sie an der Wand. Hier ist der weiß yeah, genau, dass ich. Digga, der ist Wallhacker, Bruder. Er schießt mir hier direkt in den Kopf durch die Wand. Er schießt auf mich durch die Wand. Guck mal. Ich bin hier hinter der Wand, Bruder, er schießt ja, auf mich. Hat mich. Er Headshot, Tull. Ja, ist ein Wallhacker. Wallhacker. Yo, nice. Nice Wallhack, Bro. Nice Wallhack. Hat mich durch die Wand. Headshot. Ja, ja. Schau. Ist ein Wallhacker. Ja, es sind Wallhacker. Wallhacker. Wallhacker.
Ja, die schießen durch die Wand. Ey, yo, how much you pay for your wall hack, bro? How much you pay? Digga, was für lächerliche Hunde. Was für Hunde. Also sind alle drei hier vorne. Schau sie dir an, Alter. Die Wallhacker. Alle drei hier. Warte, ich versuch dich mal zu holen mit Necro. Ich hol dich. Ich krieg gleich eh von der Seite einen Headshot durch die Wand. Ja. Er versucht schon auf mich zu schießen. Du bist wieder da? Pass auf, stell dich irgendwo hinter eine Metallwand, Digga. Pushen sie eh von hinten rein. Können sie. Pass auf, ja, Digga. Alle im Osten. Digga, das ist 100 pro Wallhack, Alter. Lol. Einer ist oben auf dem Dach. Er wusste einfach, dass ich hinter der Tür stehe und schießt mir da direkt auf den Kopf durch die Wand mit der Winfield, Alter. Ja, der hat mich auch gekillt mit der Winfield. Ja, ja, das ist ein Wallhacker. Safe. Erbärmlich, Alter. The fuck? Mach hier zu. Mach hier unten noch zu. Tja, wir haben alles zugesumpft da, Alter. Pass auf, der schießt durch die Wand. Ja, ja, der schießt durch die Wand auf uns. Aber der Hacker kann uns hier nicht treffen, weil wir hinter Metall sind. Er ist hier, glaube ich, auf dem Dings. Ja, ihr müsst nur hinter irgendwas stehen. Hinter Metall oder so. Und euch bewegen. Dann kann er euch nicht treffen. What's heck got to do winning? Naja, ich recorde das ja. So sehen wir das. Ne? Einfach zu Crytek schicken in den Support. Am besten die noch töten. Damit man weiß, wer das ist. Ich weiß ja, wer das ist. Der hat mich ja gekillt. Ja. Und jetzt, guck mal, jetzt schießen sie komischerweise nicht mehr durch die Wand. Ah, jetzt kommt's wieder, ja. Jetzt, guck mal, und genau auf deinen Kopf. Bei Gott, genau auf deinen Kopf. Er hat da durch die Wand geschossen, auf deinen Kopf hier vorne hin. Ja, Digga. Wallhack. Das sind legitime Spieler, Digga, glaub mir. Was für Dreckslappen, Alter. Einer ist hier direkt vorne. Ja, ja. Ich warte ja nur, bis er das Fenster aufmacht. Ist auf. Hast du aufgemacht? Nö, ja. Ist weggelaufen. Hab zugemacht. Zwei dumme Gedanke. Ja, Digga. Pass auf, dass er euch nicht wegmacht. Irgendwo durch eine Wand. Bleibt nicht zu lange sitzen, ne? Schau ihn dir an, Alter. Ja, er schießt durch die Wand. Guck mal, direkt auf Kopfhöhe. Hier, direkt da, wo du standest, Bruder, guck. Hier, direkt wo du standest, auf deinen Kopf. Hier, auf meinen Kopf. Wollte er gerade schießen. Achtung. Ja, das sind ein bisschen kleine Wallys, Stinkies. Da muss ich die ganze Zeit bewegen. Der Dicke ist da drinne. Oh, der ist an.
genau. Guck mal, genau auf Kopf. Genau auf deine Kopfhöhe, wo du gerade standest, rechts. Digga. Legit, Bruder, legit. Hinter dir? Nee, nee. Das war ich gerade, ich hab geschlagen. Nee, nee, der kommt da, der steht da. Ja, er trifft. Ja. Guck mal, wie er in die Wand schießt. Guck mal, genau auf deinen Kopf. Schieß genau auf deinen Kopf. Schau. Report. Das ist ein safe Wall-Hacker. Guck mal, weißt du, dass er da oben genau in der Ecke steht? Siehst du das? Ja. Jetzt sind die Chokes weg. Jetzt kommen sie rein. Können sie doch. Sind wir das? Ja. Hab einen Hit gelandet. Hat noch einer Sekunden? Ja, der hat mich gekillt. Nein, ich hab keine mehr. Ist da hinten drin im Raum unten? Ja, pass auf, hier steht, glaube ich, einer an der Wand. Ich bin mit Afto und halt darauf. Er ist hier hinten. Pass auf, der ballert gleich durch die Wand. Hier. Schau, er ballert wieder. Ach komm, Alter. Ich bleib extra hier hinten hinter der Metallwand stehen. Pass auf, da haben sie mich schon Headshot verpasst fast. Hier unten laufen sie. Achtung, da kommt was geflogen. Jo. Yeah. Ihr seid beide tot. Schon wieder dieser Warte. Der hebt gleich wieder. Die kann sich halt jetzt die Bounty snacken. Ja, aber irgendwas muss ich ja machen. Muss irgendwie hinten reinkommen. Also den reporte ich definitiv. Ja. Wie dann noch anzünden, dieser Hurensohn, Alter. Meine letzten Schuss. Und hier gibt's keine Ammo, ne? Ja. Oh mein Gott. Ja, genau.
Woher hast du jetzt die Waffe? Ich hab die Frau erschossen. Ach so. War ich auch am Brennen? Ja, nee, du nicht. Okay. Ist das High? Ist das. Nee, ist Medium, ne? Ja. Warte, hast du keinen Heal mehr? Nee, hab ich nicht. Ich muss sie looten, damit ich Heal krieg. Haben sie wahrscheinlich die Hexe ausgemacht, jetzt sind sie nicht mehr so gut, hä? Ja. Die angeblichen, die sie ja nicht haben. Ja. Naja, wusste halt natürlich auch direkt, dass du in der Ecke stehst, ne? Da oben. Ey, wenn du es jetzt schaffst, mich noch wieder zu beleben, das wäre krank. Ich hab Necro. Ja. Aber da komme ich nicht hin. Nee, geh mal da vorne an die Wand. Nee. Da. Ja. Reicht das? Nee. Shit. Einen brauchst du eh nur an hinten, da fällt er um. Hoffe ich mal. Nee, du kannst mich holen, glaube ich. Warte, nee. Der steppt doch draußen. Warte, ja, aber nur einer. Ich hol dich mit Necro. Und du bist ab. Ich aim ein bisschen hoch. Wo ist der andere? Tot? Ja. Der eine ist da oben irgendwo. Er ist gerade irgendwo runtergesprungen. Oh. Happy! Yeah, baby! Oh, let's go! Fuck you, ihr dreckigen Loser, Alter! Oh, sind alle weg? Alles clear, warte. Bruder? Clear. Auch heutigen Missgeburt, ne? Trotzdem reporte ich den. Ich reporte den auch, die haben Warlock benutzt. Safe, 100 Pro. Digga, hätte ich seine Waffe nicht gekriegt, Bruder. Hätte ich die Waffen nicht von ihm. Digga, weißt du, das war das Ding. Ne? Weißt du, das war das Ding. Hätte ich die Afto nicht gewechselt hinten, hätte ich keine Chance mehr gehabt. Keine Muni. Ich musste rausgehen und es versuchen. Oh, Junge. Er hat geschrien. Ja, das ist aber schon lange her. Bruder, okay. Trotzdem ist der Typ in meinen Augen Hacker. Kannst du mir erzählen, was du willst? Keiner liegt hier. Ja. Weil die sind so oft raus und reingegangen. Und er wusste immer durch die Wand, wo wir stehen. Ja. Das glaube ich nicht, Digga. Das kannst du keinem erzählen. Also der mich zweimal gekillt hat, ist auf jeden Fall ein Russe. Ja. Hier liegt Salamander. Oh, Junge, habe ich den Tag gerettet heute, würde ich sagen. Und draußen ist noch einer, ihr Süßen, ne? Da drüben. Wo ist der andere? Also hier. Ist hier im Haus noch irgendwo einer? Nein, unten an der Wand, hier vorne, guck mal. Hier unten an der Wand, hier. Genau hier an der Holzwand. Komm hier raus und dann hier um die Wand rumgehen, dahinter. Achso, den habe ich schon. Okay. War die nur zu zweit oder was? Ne, die waren zu dritt, hier. Hier ist doch der eine. Und ja. Hier oben. Dann ist oben drinnen noch der eine und außen noch der andere. Achso, oben. Okay, alles klar. Boah, Junge, das war beste Feeling, das zu gewinnen gegen diese Fotzen, Alter. Richtig stark gemacht hast du das. Holy shit, Leute. Zählt am ganzen Leib, vorbei. Ey. Lass mich vorbei. Leute, lass uns heimwärts gehen, ey. Das haben wir verdient, nach Hause diese geholt. Spuckl, ey. Er hat halt direkt meinen Pfeil geschmeckt, der Kick. Aber Necro hat den Tag gerettet, ne? Auch Necro, dass ich ihn dann noch geholt habe und er musste dann hinten rausspringen. Ja, ohne ihren Wallhacker-Kollegen konnten sie halt nicht viel, ne? Nö. Die Frau war halt, Digga, die war halt Trash. Na, und die andere auch, Digga. Ey, du kannst mir erzählen, was du willst. Also, einer von denen hat auf jeden Fall gehackt, ey. Ja. Der mit der Winfield. Ganz sicher. 100 Pro. Der mit der Winnie. Und der mit der Winnie war ja tot.
mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein Russe, der mit der Winnie. Und ich bin mal gespannt, wie viele Stunden der hat. Dieser Team ist, der wo... Junge, der Digga, wo uns die mit Officer, der Nate gekillt hat. Die Officer hat... Digga, ist ja so übertrieben. Das ist die billige Dolch. Ja. Das ist die billige, nicht nur die... Das ist die geile. Heftigen? Oh Junge, da kommt mir ja direkt wieder der Auflauf hoch, ey. Ich hab das Pferd schon getötet, Schatz. Zumal ja, weil wenn du die Dolch mitnimmst, brauchst du ja auch schon eigentlich drei Schüsse, ne? Ja.